willkommen zurück hier auf Toni Totschläger TV mit eurem Toni Totschläger und wir starten hier natürlich direkt den Rückkampf beziehungsweise den zweiten Rückkampf mittlerweile. Und jetzt bin ich motiviert, ja. Jetzt bin ich richtig motiviert. Jetzt wollen wir den Pisser auseinandernehmen. Ey, was, Alter? Und dann falle ich hier direkt hin, Mann. Ach, mein Gott. Du Krüppel, Junge. Du willst den Adolf aufregen? Du willst den Adolf aufregen, du? Du Kasper? Hm? Komm her. Was ist mit dir los, hä? Ein paar Kicks gegen dein Gesicht. Drehkicks, Junge. Drehkicks. Bam. Auf uns hier irgendwie anzupacken, Alter. Bam. Schöne Kicks gegen dein Maul. Ah, das konnte er natürlich voraussehen. Der Computer. Ah, offene Deckung hier erstmal. Um ihn ein bisschen anzulocken. Jetzt aber, jetzt aber. Jetzt können wir ihn zum Taumeln bringen. Wenn wir jetzt treffen. Ah, er lässt aber auch nicht zu. Bam. Bam. Ah. Block ihn doch. Mann, das ist doch einfach nicht wahr. Befreie dich. Befreie dich. Sauber. Ab geht's. Gleich wieder attackieren hier. Diesmal nicht so... Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Jedes Mal holt er uns von den Beinen, ne? Alter. Nein. 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 Komm schon. Los, Adolf. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Und jetzt nach hinten. Oh nein, Mann. Das gibt's doch einfach nicht. Junge, nimm ihn jetzt auseinander. Was ist mit dir los? Der will uns die ganze Zeit schubsen. Los. Er lässt es nicht zu. Digga, lass uns doch einfach los. Mann, du regst mich richtig auf. Jetzt so ein Suplex oder so. Unglaublich. Es klappt einfach nicht. Es will nicht klappen. Er will uns die ganze Zeit... Ah, wir kommen nicht raus. Jetzt. Jetzt. Ach. Ah, der führt ganz klar schon wieder, Alter. Oh Mann, ey. Der Typ ist doch voll zum Kotzen, Alter. Ja, ich hab ihn abgewehrt, Mann. Es geht nicht. Warum nicht? Wieso konnte ich seinen Griff nicht abwehren? Bam. Oh Mann, ey. Schlechte Runde hier von uns auf jeden Fall. Fuck, schon wieder einen Cut am Auge. Drücken wir hier mal direkt. Jetzt muss was kommen. Okay, von ihm war auch nicht übertrieben, was zu sehen. Sag ich mal so. Aber... Mann, Alter. Komm schon, komm schon. Adolf! Mein Gott. Jetzt aber. Typ wartet da. Dann nimm die Deckung hoch. Sehr schön. Ah. Können ihn nicht takedownen, Alter. Sehr schön. Sehr schön. Schön ausgewichen. Hat auch schon angeschwollenes Auge. Sehr gut, sehr gut. Und zack. Ja, das sind deutlich auf jeden Fall unsere Treffer, aber er trifft uns die ganze Zeit. Nein, ey, genau wo ich ihn takedown will. Was ist denn los, Mann?
Hau doch ab, Junge! Mach die Fäuste hoch, Adolf. Ah, er hat schon wieder ganz klar gewonnen hier. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier ihm auf die Fresse hauen. Ach, wir haben schon verloren auf jeden Fall. Das kann doch einfach nicht möglich sein. Wir geben ihm hier Kicks ohne Ende ins Gesicht. Er kriegt hier so Schläge, Mann. Das kann doch nicht sein. Jetzt, ey, er wehrt es wieder nicht ab. Er wehrt es nicht ab, Alter. Ich geh gleich auf 180, Alter. Wenn du Hurensohn, Alter, mich jetzt nicht sofort loslässt, Mann. Ja, mach nichts. Mach wieder nichts, Alter. Ist egal. Frei dich da jetzt. Los, raus da. Na, egal. Verloren ist eh verloren. Keine Chance mehr. Er haut uns jetzt nur noch kaputt. Oh Mann, ey. Werde ich schon wieder traurig. Ich verstehe das nicht, ey. Was ist das denn für ein Gegner, Junge? Na, hat er gewonnen. Fuck, Alter. Diesmal hat er uns echt kaputt gemacht, ey. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht angucken. Er hat definitiv gewonnen. Was? Wir haben gewonnen? Ach was, wir haben gewonnen und ich habe einfach weggedrückt. Ach was, okay, gut, korrekt. Haben wir den Kampf gewonnen, ey. Heftig. Da war ich schon so enttäuscht, ey. Ich fand aber echt, der war besser. Ah, wahrscheinlich hat uns der eine Kick genau zum Sieg verholfen, halt da, wo wir ihn so ins Gesicht gelegt haben. Wir haben ihn aber auch oft getroffen, ne? Krass. So kann man sich täuschen, ne? Ah, da ist er weg. Mein Gott, ey. Ah, das war, ne, so ein Wackelsieg, ne? Da hat er uns mit diesem komischen Leberpunch, Alter, schon in die Knie gezwungen, auf jeden Fall. Wir müssen noch ein bisschen was an unseren Fäusten auch machen, auf jeden Fall. Unsere Kicks müssen auch noch ein bisschen stärker werden. Zum Viertelfinalkampf. Ja, haben wir gar keine Punkte. Wir haben doch auch Punkte gekriegt. Fähigkeiten, Attribute. Ach echt, wir haben gar keine Punkte? Krass. Ich dachte, wir hätten wieder was gekriegt dafür. Naja, kann man sich doch täuschen, ne? Gut, dann würde ich sagen, Alter, starten wir hier direkt in den Viertelfinalkampf auch noch. Das muss, das muss. Och, was, ey. Ein 71er. Der ist ja viel krasser als wir. Müssen wir auf jeden Fall uns gut Mühe geben hier. Erstmal wieder mal ins Training hier. So, arbeite an deinen boxerischen Fähigkeiten. Zeig mal, was du kannst. Schlägst du deine Punches mit beiden Händen? Okay. Ach so. Ah, boah. Tolle Technik. Tolle Technik, sagt er. Ja, normal muss man abwechselnde Schläge machen, aber... Stein hat der Gegner immer schon 20 Mal gekontert. Ein paar Uppercuts. Wechselnde Uppercuts. Ach so. Gleich geht der Sandsack zu Boden. Normal geht der Sandsack zu Boden. Alles zerstört, ne? So, letzte Übung. Komm. Wollen wir den schwarzen Gürtel mitnehmen? Haben wir auch locker geschafft. Kein Problem für uns, ne? Arbeite an deinen Gegner im Clinch zu kontrollieren. Nimm deinen Gegner seine Bewegungsfreiheit, indem du in den Clinch gehst. Verwende Clinch einzuleiten und L3, um dich aus dem Clinch zu befreien. Okay. Zurück in den Clinch.
Komm her. Sehr schön. Du hast die Kontrolle. Schöner Break. Gut gemacht. Nur das die ganze Zeit machen? Okay. Sehr guter Einsatz im Clinch. Das sah wirklich stark aus. Damit soll man die Kontrolle über den Gegner kriegen, aber dann deinen Bodentechniken. Halt eine Belieferung und Befreiungstore umzustoßen. Okay. Zack. Das können wir sowieso schon gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das war eine perfekte Submission-Verteidigung. Sehr schön. Da hat man gesehen, dass du an deinem und wieder den schwarzen Gürtel. Achso, dafür gab es jetzt die Attribute. Gut. Machen wir hier mal bei Blocken ein bisschen mehr, ey. Sag mal. Bisschen mehr Dings hat. Clinch Passes, Kickgeschwindigkeit. Noch ein bisschen höher hier. Linkes Bein stärkt Punchgeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Oh, und wir kämpfen gleich. Gegen 71er, ey, der haut uns doch kaputt. Shit. Der macht uns mies. Oh. Der haut uns mies ins Koma, ey. Gut, lassen wir das erstmal so. Jo, speichern. Man hat ja immer nicht viel zur Verfügung hier. Erstmal ein bisschen auf Kicks und Punches und Blocken setzen, würde ich sagen. Starten wir hier mal direkt in den Viertelfinalkampf. Zum ersten Mal. Gucken, ob es einen Rückkampf geben wird. Das werden wir ja dann sehen. Genialität ist so lange Wahnsinn, bis man Erfolg hat. Okay. Er ist auch 1,88. Krass. Drücken wir mal hier direkt. Der ist bestimmt krass, ey. Boah, ist der schnell, Alter. Der schlägt ja die ganze Zeit erstmal nur drauf. Boah. Junge, der geht ja die ganze Zeit nur auf mich drauf. Schön ausgewichen hier. Ah, nein. Kommt da gleich mit so einem Ultra-Suplex. Komm, da stehen wir eiskalt auf. Einen Moment schlagen wir uns noch gut. Ich glaube auch, wir müssen einfach nur gute Kombinationen landen. Eben jetzt hier die Punches. Er weicht voll aus. Sehr schön. Wieder ein paar Treffer hier, die wir hier gut machen auf jeden Fall. Lass mich los. Boah, er hat gesessen. Bam! Da taumelt er. Er taumelt. Oder? Nein, 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 nein. Befreie dich doch. Ah, ich habe ihn geblockt, aber es ging wieder nicht. Ist doch zum Kotzen, Alter. Komm. Sauber. Der ist am Kopf jetzt Maß genommen, ey. Jetzt müssen wir hier direkt nachsetzen. Können wir ihn vielleicht schaffen. Oh, jetzt hat er uns auch so eingegeben. Nein, nein. Wir müssen hier erstmal weg. Schön in Deckung gehen. Boah, sind seine Tritte krass. Da hat er mal ein, zwei Stück getroffen und wir taumeln direkt. Zack, ein bisschen Körpertreffer hier am Start. Ja, mach mal. Wir latschen ihm die ganze Zeit. Ey, schon wieder, Alter. Kann doch nicht sein, Alter. Komm, mach doch mal hier einen Clinch oder sowas. Er macht einfach gar nichts mehr, weil er taumelt.
Shit. Da uns schon wieder mies den Kopf weggelatscht. Wieder. Es geht nicht, den zu blocken. Es geht einfach nicht. Komm, befreie dich. Sehr schön. Ah, es war eine durchwachsene Runde. Gegner leicht vorne auf jeden Fall. Guck mal, gerade noch ein paar Punkte einfahren. Shit, ey. Oh, jetzt heißt es konzentrieren, ey. Fäuste hoch. Und gleich hier eine Kombination reinbangen, Alter. Bam. 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 Sehr schön. Sehr schön wieder ausgewichen. Oh, 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 oh. Das sind harte Treffer hier. Ah. Komm schon, befreie dich doch einmal, Alter. Was ist mit dir los? Lass ihn erst gar nicht an dich ran. Ach. Ah, voll in seinen Fuß rein. Wir kämpfen eigentlich ganz gut dafür, dass das so ein krasser Typ ist. Komm schon, nein. Ach, er lässt ihn wieder zu. Das ist doch nicht wahr. Und wieder raus hier. Ey, lass mich los. Komm, komm, komm. Und bam, schön da gegen seinen Kopf. Mist, ey. Oh Mann, er trifft uns die ganze Zeit, Alter. Scheiße, Mann. Mach dort die Deckung. Ich vergesse mal, die Deckung hochzumachen, ne? Ja, gleich hat er uns. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt nochmal. Jetzt dreh ihn. Stoß ihn einfach weg, Alter. Sehr schön. Ah, aber Zeit reicht nicht mehr. Der Gegner hat uns auf jeden Fall gut Maß genommen, ey. Ey! Ich kann ihn nicht blocken, Alter. Ich weiß ja, wie es geht. Aber es hat nicht geklappt. Komm schon, einmal. Er blockt meinen immer, ne? Auch schön gemacht. Komm schon einmal noch, ja. Er blockt ihn wieder nicht. Ah, diesmal haben wir auf jeden Fall verloren. Da bin ich mir sicher. Das können wir direkt wegdrücken. Boah, der hat uns mies gegeben. Das können wir wegdrücken, da haben wir verloren. Das wusste ich. Alles klar, meine Freunde. Ja, schade. Bisschen schwach gekämpft gegen den, glaube ich. Zuletzt viel zu viele Blocks zu verschwitzt, Alter. Aber ich bin auch jetzt tot, Alter, und gehe ins Bett. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in alter Frische, wenn der Toni wieder richtig fit ist. Und dann kloppen wir den Glatzkorb auseinander. Alles klar. Lasst den Video einen Daumen hoch da, wenn es euch trotzdem gefallen hat, obwohl ich schon mies am Ende bin. Ich habe euch gerade mehrere Videos am Stück gemacht. Es ist schon mitten in der Nacht, Alter, keine Ahnung. Es ist Samstag, was soll man machen, ne? Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Toni Totschläger reißt seinen Gegner auseinander, Alter. Macht's gut, meine Freunde. Ihr seid die Besten.